Dann die Lunge dann oben drauf schmeißen. Nee. Gut, vielleicht hängt das Herz ein bisschen weiter oben. Klappe Gliedes. Hat er doch nicht, aber. Vielleicht habe ich echt in Biologie nicht aufgepasst, aber eigentlich ist doch. Das kommt aus der Lungenflügel und dahinter ist doch eigentlich das Herz. Theoretisch. So, und eigentlich müsste das doch hier so da dran passen. Ja, schließt nicht ganz ab. Au! So passt auch nicht ganz ab. Aber ich könnte hier, naja, wandmäßig würde das eventuell passen. Ich weiß, dass der Dickdarm, der kommt da unten, den frage mich nicht, wie der aussieht. Könnte so passen, könnte aber auch so passen. Ich weiß, dass er nicht so drin hängt. Der hängt entweder so oder so da drin. Gibt auch keinen Anschluss nach unten, man muss jetzt so. Das passt so, und jetzt haben wir hier so einen Anschluss. Das ist doch, sag mal, so, das ist der Magen. Das ist nur so ein Organ und das ist auch so ein Organ. Wo ist der Magen? Magen ist wichtig. Könnte passen. Ist ungefähr eigentlich, das Ding ja so mittig. Ja. Aber was ist das hier für ein Ding? Das müsste dann die Blase sein, die müsste auch dann unten liegen, oder? Das ist, was ist das hier für ein Scheiß? Nee. Damit, ich habe mir das wesentlich einfach vorgestellt. Wesentlich einfach. Wenn ich jetzt einfach verlassen klicke, Anleitung, nee. Anleitung? Klickt das Kind, das verkleidet, blablabla, dürfen das Organe am Mauszeichen und rechten. Wie kann es eigentlich sein, dass ich so einen kilometerlangen Bandwurm raushole, aber die Dinger danach nicht passen? Ja, biologischer Aufbau eben. Das ist so übel. Das ist schon richtig bösartig. Das ist schon. Ich finde das gemein. Das ist fies. Warum das hier nicht an, das Grüne? Dann kommt unten in der Magen, unten rechts drauf das rosa Organ mitten in der Mitte und das grüne Organ bleibt übrig. Das ist mir schon mal das Richtige. Aber das alles ist noch nicht richtig rum. Und wo gehört das letzte Teil hin? Ist ja auch wurscht. Wird schon nicht so wichtig sein. Hab ich dir gesagt? Hab ich dir gesagt, das ist nicht wichtig? Ich hab's ja gesagt. Was? Der steht. Der geht so gut. Na, das hat doch geklappt. Wir haben Schmierchen. Findest du nicht auch? Mir speiübel. Ach, dass aber auch das Gejammer nicht aufhört. Immerhin habe ich dir soeben das Leben gerettet. Und ein Andenken habe ich auch noch ergattert. Hier. Was ist das denn für eine Abnormität? Na, dein eigener Bandwurm. Was denn sonst? Du solltest schon ein bisschen besser aufpassen, was du so in dich reinstopfst. Na, ein andermal. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Ich habe die Rebellen gefunden und brauche deine Hilfe. Komm mit. Ich hab gesagt, irgendwas bleibt. Ich hab's ja geahnt. Irgendwas bleibt übrig. Irgendwas bleibt übrig. Ich hab's ja geahnt. Ja. Ich sollte Doktor werden. Ah, ich überlege, tatsächlich in medizinische Karriere einzugehen. Zumindest hat er einen Bandwurm. Und damit haben wir jetzt ein Seil. Wir haben jemanden vor der Gurbel. Wir haben ein Seil. Passt. Ich glaube, ich sehe doppelt. Was? Das gibt's doch gar nicht. Haha, verblüffend, nicht? Das Blatt hat sich gewendet. Dann können wir ja endlich abstimmen, wer denn nun die Codes holen geht. Also, ich stimme für mich. Und ich stimme für mich. Was? Nein, hey! Ja, dann fällt die Wahl wohl eindeutig auf mich.
Ich werde nämlich auch für deinen Doppelgänger stimmen. Und somit steht es 3-2-2. Nein, nein, nein! Ich muss doch gehen! Du wolltest abstimmen und wir haben abgestimmt. Jetzt brauchen wir nur noch ein Seil und es kann losgehen. Wir haben ein Seil. Ich weiß, was wir als Seil verwenden können. Halte es lieber für dich, solange es keine neue Abstimmung gab. Wir dürfen nicht zulassen, dass dieser Clown da die Aufstiegscodes holt. Der Bandwurm könnte mit viel Fantasie und gutem Willen als Seilersatz in Frage kommen. Aber damit warte ich lieber, bis es eine faire Auszählung gegeben hat. Also eine, bei der ich gewinne. Also mal aussehen. Hallo, Ruvus. Bis später. Sei bitte. So dumm, dass ich diesen Organon überwältigen musste. Wo sollen wir denn jetzt ein neues Seil herbekommen? Tja, vielleicht fällt es uns ja in den Schoß, wenn wir hier weiter rumsitzen. Aber Rufus, du willst dich doch nicht etwa vor der Arbeit drücken? Oder soll ich das mit dem Seil etwa auch noch erledigen? Na, ich will den Gefangenen damit. Geht ja auch nicht. Was machst du denn? Du solltest doch für mich stimmen. Und warum stimmst du nicht für mich? Immerhin sind wir identisch, oder? Das ist ja auch Pillepalle, wer von uns beiden die Codes holt. Hauptsache, es tut nicht dieser aufgeblasene Dödel. Da stimme ich zu. Wir müssen ihn irgendwie loswerden. Ich lasse mir was einfallen. Ja, jetzt muss ich loswerden. Ein schäbiger Typ. Ja, wie werden wir den jetzt am besten los? Hast du schon ein Seil gefunden? Nein. Du? Das heißt, du bist hier, um uns mitzuteilen, dass du genau was für Fortschritte erzielt hast? Gar keine? Ich habe ein Seil. Der Bandwurm könnte mit viel Fantasie und gutem Willen als Seilersatz in Frage kommen. Aber damit warte ich lieber, bis es eine faire Auszählung gegeben hat. Also eine, bei der ich gewinne. Wie beeinflusse ich die? Kann ich auch nicht. Ich hab die angesprochen, bleibt nur Janosch. Hey Janosch! Hallo Ruvus! War der Plan? Wie war noch gleich der Plan? Wir sind hier direkt über Amtmann Argus Büro. Wir vermuten, dass er die Aufstiegscodes dort versteckt hat. Darum wollen wir Cowboy Dodo abseilen, damit er sie ergattern kann. Ist doch eigentlich ganz einfach zu verstehen, oder etwa nicht? Kein Kommentar. Bis später. Sei bitte vorsichtig. Den kannst du gerne vorerst behalten. Die Gurbel für die Winde ist bereits richtig kalibriert. Was uns fehlt, ist das Seil. Ich habe ein Seil, aber das ist doch... Ich komme nicht an die Gurbel ran. Jemand braucht einen Schraubenzieher. Wer braucht denn hier bitte schon einen Schraubenzieher? Es ist gerade so spannend. Ich kann dir das nicht rübersenden. Ich kann keine Items von ihnen hier rübersenden, nur die zwei können teilen. Er kann es nicht. Das ist. Ich habe eine Idee. Willst du mir etwa schon wieder einen Bandwurm anhängen? Viel besser! Du musst nur diese Rohrpostleitung da hinten mit diesem Schraubenzieher hier aufhalten. Und was soll das bitte bringen? Na, schau doch mal hin. Er sitzt genau in der Schussbahn. Und sobald eine Rohrpost des Weges kommt... Flumm. Das könnte sogar hinhauen. Vorausgesetzt natürlich, es kommt eine Rohrpost, bevor mir die Arme abfallen. Dafür werde ich schon sorgen. Ich bin gleich wieder da. Dann gehen wir raus und bestellen etwas. Mit der Rohrpost. Ey, du musst aber nur hinterherlaufen, das ist auch ein bisschen nervig. Ich meine, die wirft mich jetzt im Weg gelaufen. Also gelaufen. 10 Mal? Tja. Da brauchen wir so ein Antragsformular und dann müssen wir irgendwas bestellen. Was bestellen wir denn diesmal? Ich glaube, so ein J-Ersatz wäre nicht schlecht. Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Den könnte ich mal. Wozu? Das funktioniert einwandfrei. Ist doch völlig wurscht, was sie beantragen. Soweit was wird.
Schraubenzieher. Da haben wir zwei davon. Holla, Stresser. Tja, rein der Rohrpast. Her mit der Rohrpast. Jetzt brauche ich nur nach unten gehen und dann ist er eigentlich schon K.O. In der Theorie. Wenn er denn hier getroffen hat. Falls nichts daneben kommt. Hey, stopp! Ich What? Wollte doch die Aufstiegscodes holen. Und das wirst du auch. Also, der andere, du. Die Wahl war einstimmig. Glückwunsch. Aber wie kommt das denn jetzt plötzlich zustande? Dein Doppelgänger hier hat Cowboy Dodo gerettet. Echt? Was? Gerettet? Eine Rohrpost hat mich am Kopf getroffen und ich wäre beinahe den Turm runtergefallen. Dein Doppelgänger ist ihm sofort reflexartig zur Hilfe gesprungen. Er ist ein wahrer Held. Du hattest vollkommen recht, Rufus. Ich muss mich entschuldigen. Meine Güte. Ich war sogar drauf und dran, dir körperlichen Schaden zuzufügen, um derjenige zu sein, der die Welt rettet. Bitte verzeih mir. Schon okay. Super. Dann ist das ja geklärt. Alles, was uns jetzt noch fehlt, ist ein Seil. Ich hab ein Seil. Ja, toller Plan. Geht völlig daneben. Na gut. Ich glaube, ich habe eine Art Seil gefunden. Den Bandwurm da? Vergiss es. Mag sein, dass sich dieser abgesattelte Westernheld da mit einem Bandwurm abseilen würde. Aber ich, ein Fachmann, brauche ein richtiges Seil. Kannst du nicht mal eine Ausnahme machen, damit unser Heimatplanet nicht in die Luft gesprengt wird und so? Nein. Ich muss immerhin darunter. Dann kann er doch wenigstens ein vernünftiges Seil besorgen, oder nicht? Freunde, müssen wir wirklich immer noch über diese Ego-Sachen streiten? Wenn ich heute eine Sache gelernt habe... Oh bitte, keine Ansprache mehr. Ich tue ja alles, was ihr wollt. Mal gucken. So, ich muss ihn irgendwie darunter bekommen. Zu dumm, dass diese Winkel da nicht frei beweglich sind. Die drehen sich zwar mit, aber nur solange sie nicht blockiert werden. Ach egal, das wird schon... Neues Rätsel. Entschuldigung. Entschuldigung, mein Fehler. Mein Fehler. Das ist Alter. Das ist okay. Blockiert. Scheiße. Bleibt dann alles aber zurück. Ja, tut mir leid. Das ist der Weg zumindest frei. Vor allem das ist ein Kaktus, der arme Kaktus. Also ein Nurmel. Okay, das ist Strom. Entschuldigung. Mein Fehler. Der tut mir leid. Ja, das ist ganz vorsichtig. Nur Weg frei. Hast du verdient, Cleet, ist ganz ehrlich. Was hat der da im Auge? Das ist aber... Ja, der tut mir echt leid. Du jämmerlicher Depp! Kannst du eigentlich gar nichts richtig machen? Es hat doch funktioniert! Also reg dich doch nicht so auf! Du klingst ja schon fast wie Cleetus. Ich... bin Cletus! Tja, Überraschung! Jeder Mensch mit dem Schulabschluss einer Amöbe abwärts hätte das natürlich sofort gemerkt. Aber nicht du, du Dementer! Selten dämlicher! Ach, das lohnt sich nicht. Auch wenn die Zeit mit dir eine einzige Heimsuchung war. Ich habe die Aufstiegscodes. Und nun kann ich statt Argus das Hochboot betreten. Au revoir, mon ennemi. Boah, was hat der für einen fiese Charakter? Wenn ich nachgeguckt habe, was das heißt, gibt es richtig Ärger. Verdammte Scheiße. Selber Schuld, Drecksack. Aber bei aller Schadenfreude. Ich denke, wir sollten hier lieber schleunigst verschwinden, Janosch. Janosch? Wo ist denn? Zum Glück kann ich mich nur verkleiden als Soldat. Das ist positiv. Im Knast. Ach, herrlich. So, so. Rebellenbefall in der Organon-Hauptverwaltung.